Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu Let's Play Moorhuhn Atlantis, der letzte Teil des Moorhuhn Jump'n'Run-Stils, wie wir ihn kennen. Derzeit Moorhuhn-Schatziger 1, Moorhuhn-Schatziger 2, Moorhuhn-Schatziger 3 und nun schließlich auch unter Wasser. Ja, nun kann das Huhn auch endlich schwimmen und mein Controller funktioniert, das ist wunderbar zu sehen. Und ohne groß weiteres Drumherumgelaber starten wir auch direkt ins Abenteuer. Ich habe das Projekt schon einmal aufgenommen, nur irgendwie hat es nicht ganz funktioniert, weil es total geleckt hat. Und sowas konnte ich euch einfach nicht bringen und das Ding. Und ja, ich habe eh nur bis den ersten Part fertig aufgenommen, aber das konnte ich einfach nicht hochladen und das Ding. Und habe ich mir gedacht, komm, den ersten Part, den löschte wieder. Und jetzt versuchst du, dass das nicht mehr so leckt. Und ja, ich habe jetzt was versucht, ich habe meinem PC ein bisschen mehr RAM zugewiesen, keine Ahnung, Windows kennt man ja, man hat 8 GB RAM, aber irgendwie werden nur 4 GB benutzt. Ich habe jetzt einfach mal meine 8 zugewiesen, ich hoffe, dass das jetzt auch klappt. Und ja, ich drücke auf Start und da starten wir auch schon auf der Weltkarte. Und ich sehe schon, es fängt wieder an zu laggen, hoffentlich war es nur so ein kleiner Level Generate Lag. Ja, rein geht's in Moorhuhn Atlantis. Jawohl, beste Teil vom Moorhuhn Jump'n'Run, weil er einfach 1, 2 und 3 zusammenfasst. Und ich habe den ersten Teil damals nie durchzocken können, den zweiten nie durchzocken können, den dritten nicht durchzocken können, weil die ja auch immer schwieriger geworden sind, ganz klar. Also wenn ich den ersten nicht geschafft habe, konnte ich beim zweiten sowieso erst gar nicht mithalten und der dritte war dann extrem weit unerreichbar. Aber Moorhuhn Atlantis, das ist der Teil für Einsteiger. Und vor dem Teil sind auch noch weitere Spiele erschienen, und zwar zum Beispiel auch Moorhuhn Atlantis für DS und Moorhuhn Fun Card für PlayStation 2. Aber das sind alles nur Remakes von bekannten Moorhuhn-Spielen, die ich schon Let's Played habe. Guckt einfach mal in die Playlist, die findet ihr vielleicht in der Beschreibung, mal gucken. Und dann seht ihr, was ich schon alles Let's Played habe von den Moorhuhn-Titeln. Aber die brauchen wir nicht nochmal zocken, weil es sind halt nur Remakes für andere Konsolen. Und das Ding, und starten wir jetzt mit Moorhuhn Atlantis. Was ist die Story? Der unstillbare Hunger des Moorhuhns nach Schätzen, Abenteuern und der spontan spannenden Jagd nach Reichtümern aller Art verschlägt es dieses Mal unter die Meeresoberfläche. Hier gibt es, hier geht es um nichts Geringeres als die Schätze und Reichtümer des versunkenen Atlantis. Doch leider macht dem Moorhuhn die Tücken der Technik einen unvorhergesehenen Strich durch die Rechnung. Das U-Boot gab seinen Geist auf und so blieb nur der Notausstieg unter Wasser. Aber gerade das Unvorhergesehene weckt den Abenteuergeist des Moorhuhns. Die Fährte nach dem nächsten Schatz ist also schon mit dem Ausstieg aus dem U-Boot aufgenommen. Und damit starten wir mit dem ersten unter Wasserlevel? Ich dachte, wir sind unter Wasser ausgestiegen. Naja, das Erste, was einen sehr verwirren kann in diesem Spiel. Aber gut, wir lassen uns davon nicht abschrecken. Was einen noch abschrecken könnte, sind die ganzen Gegner aus dem ersten Teil. Was macht ihr denn hier? Hallo? Kann uns aber auch vollkommen egal sein. Denn wir bewegen uns auch noch total anders, wenn man guckt, die Sprungsteuerung total komisch. Ich merke gerade, wenn ich den Sprungknopf gedrückt halte, springe ich höher. Wenn ich den nur kurz tippe, dann springe ich so ganz klein. Das muss ich mir definitiv für die späteren Level merken. Ansonsten die altbekannten Moves und wie man hier sieht, der Checkpoint. Sieht auch in jedem Moorhuhn-Schatziger anders aus. Gut, kann man nichts machen. Wir sammeln natürlich auch wieder die Goldstatuen wie in Moorhuhn-Schatziger 1, 2 und 3. Auch nichts Neues. Wir haben Leben, die sehen wir diesmal nicht unter unserem Herz, was sich unten befindet. Nein, unten befindet sich eine Zeitanzeige, auch sehr merkwürdig. Die befand sich ja in den anderen Moorhuhn-Teilen oben rechts, wenn ich mich nicht irre. Oder auch unten, nee, unten ober der Zeit, ich weiß es wirklich nicht mehr. Unsere Lebensanzeige ist oben links, da wo jetzt halt der Vierer steht. Und unsere Energieanzeige, die können wir erweitern. Das ist die Anzeige da oben mit dem Herz und den drei Strichen, das ist unsere Energieanzeige. So oft dürfen wir uns von Gegnern treffen lassen, bis wir sterben. Das einzige Problem an der Sache ist, es läuft tatsächlich extrem gut. Das einzige Problem an der Sache ist halt, es gibt in den Leveln versteckt extra Leben-Upgrades. Ich habe alle Schätze gesammelt, das ist natürlich nicht mein Ziel, ich renne nur durch, auch wenn 100% im Titel steht.
Und alle Gegner besiegt. Einfach mal im ersten Level gezeigt, wie das aussieht. Unsere Waffen sehen wir auch oben rechts im Eck. Aber nochmal zur Lebensanzeige. Wir können Leben-Upgrades einsammeln, nur leider weiß ich nicht, in welchen Leveln sich diese genau befinden. Und aus diesem Grund, weil ich nicht alle Level genauestens durchforschen möchte. Ich werde wahrscheinlich schon beim Durchzocken ein paar finden, aber nicht alle. Ich renne jetzt mal hier ins Ziel, das sieht auch wieder anders aus. Ja, nächstes Level ist ein Wasserlevel, dann sieht man, weil das so ein Wasserpunkt ist. Aber egal, es leckt schon zwischendurch, aber das sind ganz normale Fraps-Lags. Das kommt irgendwie auf das Spiel nicht klar. Ich weiß nicht, wo die ganzen Energieeinheiten sind. Und bevor ich jetzt da 5 Minuten aufnehme und dann das Video hochlade und dann euch frage, ob ihr da was wisst. Nee, das lassen wir direkt sein. Ich zock das Spiel einfach nur durch. Keine 100%, auch wenn es im Titel steht, das 100% zähle ich dann einfach mal bei den Spielen nicht dazu. So, wir sehen eine Neuerung, die wir bis jetzt noch nie in einem Moorhund-Spiel gesehen haben. Unser Huhn kann schwimmen. Klar, wenn es Moorhund-Land ist, heißt, dann muss man ja auch schwimmen können. Und wir sehen oben eine eine Luftanzeige, das ist die CO2-Flasche. Und die rennt mit der Zeit ab, wenn wir uns unter Wasser befinden. Die können wir auch unter Wasser, glaube ich, so gut es geht, nicht auffüllen. Und sollte uns die Luft irgendwann mal ausgehen, sind wir instant tot. Dann zieht es uns nicht erstmal unsere Energie da oben ab. Nein, wir sterben instant. Die Pflanzen haben uns im ersten Teil instant gekillt. Das machen die jetzt irgendwie nicht mehr. Finden die nicht mehr so lustig. Ist auch nett so. Weil im dritten Level direkt so eine Instant-Kill-Pflanze im ersten Moorhund-Schatzjäger ist nicht so das Wahre. Was auch nicht so das Wahre ist, ist jetzt zu sterben, weil wir stehen kurz vorm Ziel, soweit ich mich erinnern kann. Und wir haben nur noch ein Energiedings. Und, ja, komm. Na, puh, super. Dann klettern wir eben alle nochmal hoch. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Dankeschön, Spiel. Jetzt hör auf zu laggen, du Drecksspiel. Ja, und aus dem Grund sammle ich halt nicht die Energieanzeigen, weil ich nicht weiß, wo die sind. Ich habe im Internet geguckt nach einer Komplettlösung, wo die vielleicht alle sind. Niemand weiß es ganz genau. Obwohl morgen besonders der Teil hier recht berühmt ist, weil der ist halt auch für DS rausgekommen. Aber weiß halt niemand. Und was willst du 100% machen, wenn niemand weiß, wie 100% aussieht? Und bevor ich, weil wenn man das Spiel halt durchgezockt hat, dann kann man die Level alle nacheinander nochmal zocken. Also nicht, dass man dann auswählen kann. Nein, nein. Man wird gezwungen, die komplette Story nochmal durchzuzocken. Und wenn man dabei halt noch einen Herzcontainer findet, dann sehr schön. Und wenn nicht, dann spielst du es halt nochmal durch und nochmal, bis du irgendwann alle Herzcontainer hast. Und ja, das ist mir zu doof, das zu machen. Es wäre zwar interessant zu wissen, wie es dann, ob dann irgendwas geschieht. Vielleicht ein Secret Boss oder so. Aber, nee. Wenn ihr das machen wollt, dürft ihr gerne. Kann ich euch sowieso nicht dran hindern, wenn ihr so gestört seid. Aber ich werde es nicht machen. Und richtig, ihr habt richtig gehört, Leute. Bosse. Dieses Moorhund-Spiel führt so gesehen die Bosse in das Moorhund-Universum ein. Ja, dieses Spiel besitzt sogar Endbosskämpfe. Auch wenn nur zwei. Aber es besitzt sie. Einen Halbboss und einen Ganzboss. Also mit Halbboss meine ich halt die Hälfte vom Spiel, ne? So wie der Mitteltower von... Wie heißt das? Von... ich weiß gerade nicht. Von New Super Mario Bros. Und ein ganz Boss, also so ein Castle von New Super Mario Bros. Wo man dann eben den ultimativen Boss antritt. Von dieser Welt. Und ja, da es hier nur eine Welt gibt, so gesehen, mit extrem vielen Leveln, dürfen wir uns darauf schon mal freuen. Ich schätze, 5 Parts. Das ist auf jeden Fall das letzte richtig kurze Moorhund-Spiel. Die nächsten Spiele werden alle so auf jeden Fall wieder über die 20 Parts haben.
weil nach diesem Spiel ging es mit Moorhuhn richtig los, meine Freunde. Und nach diesem Spiel hier sind auch nur noch drei erschienen. Einmal so ein Mario Party Abklatsch, so Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und Mario Party gemischt. Und wie kann man das nennen? Super Mario Galaxy? Nicht wirklich. Nee. Es hat was von Super Mario Galaxy, aber es ist nicht wirklich Super Mario Galaxy. Oh, und gerade habe ich eine Granate eingesammelt. Ein neues Item. Können wir werfen. Habe ich jetzt einmal getan. Um es zu demonstrieren. Ja, ist ein halber Mario Party ab. Mario Galaxy Abklatsch, aber nur ein halber. So, das war Zeit. Jetzt haben wir mehr Zeit bekommen. Ich glaube, wenn die Zeit abläuft, sind wir auch instant tot. Das wollen wir also auch nicht. An sich ist das Spiel nicht schwer. Also wenn ich da damals schon durchzocken konnte, dann kann ich das wohl heute mit meinen erfahrenen Gaming-Skills auch noch. Das wird dann wohl hoffentlich nicht das Problem sein. Und ich habe das jetzt bei meinem Upload-Plan nochmal so gemacht, dass morgen jetzt nur Wochenende kommt. Wahrscheinlich zwei Parts. Also Samstag kommen zwei Parts, Sonntag kommt ein Part. Jeweils dann haltet das Spiel jetzt im April noch aus, hoffentlich. Also spätestens zweite Woche vom April haben wir es dann wahrscheinlich durch. Würde ich sagen. Dann kommt das nächste. Und dann mal gucken, wenn irgendein Projekt schon zu Ende gegangen ist. Ich schätze Mario vs. Donkey Kong. Dann gucken wir mal, wie ich das dann mache. Mit meinem Upload-Plan. Ich habe nämlich noch ein geheimes Projekt in der Hinterhand. Dazu möchte ich jetzt aber nicht mehr Worte verlieren. Und der letzte Teil ist so. Boah, ist World of Warcraft ein MMORPG? Nee, ne? World of Warcraft ist keiner. Aber LOL, also League of Legends, ist ein MMORPG. Ich kenne beide Spiele nicht, zu meiner Verteidigung. Aber soweit ich weiß, das ist auch ein neues Item, das ist Schussgranaten unter Wasser. Soweit ich weiß, ist League of Legends ein MMORPG. Und sowas kam halt dann auch im Moorhuhn-Stil raus. Das ist der neueste Teil, Moorhuhn Tiger and Chicken. Und auch der beste Teil. Hat eine geniale Story. Richtig geil. Und deutsche Synchronstimmen. Also wer was gegen das Spiel hat, der soll einpacken. Der kann nach Hause gehen. Der hat auf meinem Kanal nichts mehr zu suchen. Das ist wie SpongeBob. Man sitzt da. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, packt der Stick of Truth? Das Game für PC, Xbox 360, weiß ich nicht, PS3, PS4. Ich weiß nicht, was das alles rausgekommen ist. Ich hab's für PC. Da sitzt man einfach da, bei den Zwischensequenzen, und denkt sich so, what the fuck? Ist das jetzt ein Kinofilm, den ich mir angucke, oder ist das gerade ein Spiel? Dasselbe hat man sich ja bei South Park auch gedacht. Man ist da wirklich richtig gut unterhalten. Und ja, wer was gegen das Spiel hat, soll nach Hause gehen. Auch wenn du schon zu Hause bist gerade, du darfst nach Hause gehen jetzt. Weil auf meinem Kanal hast du hiermit nichts mehr verloren. So, jetzt habe ich 500 D-Abonnenten. Dann habe ich nur noch... Wie viel habe ich eigentlich? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an alle, die mich abonniert haben. Muss ich auch mal sagen, ne? Gab ja jetzt schon kein 500-Abo-Special, das habe ich leider verpennt. Ich nehme mir immer so was Großes vor als Special und dann kriege ich nicht hin, rechtzeitig. Und später will ich es dann auch nicht mehr machen, weil dann sehe ich, das ist irgendwie umsonst und ja. Aus dem Grund, man kann sich immer bei euch bedanken. So, das hier ist das Getränk aus dem ersten Teil, dadurch werden wir kurz unverwundbar. Das sehen wir jetzt auch um, da läuft ja die altbekannte Anzeige, die wir auch schon vom ersten, zweiten, dritten Teil her kennen. Es läuft tatsächlich richtig nice, das Game. Es hat nur kurze Lags zwischendurch, aber das ist wirklich
überhaupt nicht der Rede wert. So. Sehr gut. Bin oben. Zack. Zack. Was haben wir hier? Ach, da werden... Oh, fuck. Das habe ich letztens auch eingesammelt. Nee, diesmal mache ich nicht. Einfach Ziel. Und hier ist ein Secret Exit. Nicht wirklich Secret Exit, sondern ein Bonus-Level. Die würde ich echt gerne alle zeigen. Es gibt ja nur drei im gesamten Spiel. Aber die drei, die zähle ich bei mir zu den 100%. Die will ich euch zeigen, 100%ig. Auch wenn ich euch nicht die ganzen Erweiterungen an Energie zeigen kann, das will ich euch zeigen. Und hier im ersten Level weiß ich auch, wo es ist. Das ist nicht schwer versteckt, das kann man leicht finden. Dürfte auch eine Anspielung an den Moor und Schatziger 2 sein, das Versteck. Bin gerade selbst ein bisschen... Weiß ich gerade selbst nicht, ob das die Anspielung jetzt ist oder nicht. Moor und Schatziger 1 Anspielung sehen wir ja die ganze Zeit über schon. Das ist... ein Item, das man die ganze Zeit in Moor und Schatziger 1 gesucht hat. Ja, da ist es auch schon, direkt zweimal. Das Dings da. Und da sieht man, wow, ist das erste Abenteuer mit den 17 Leveln oder was das gehabt hat, hat sich ja voll gelohnt. Weil, ja, ist einfach 10 Dinger wert. 10 Punkte wert, das Dings da. Also, hat sich voll ausgezahlt, das erste Abenteuer. So, jetzt müssen wir in die Richtung, soweit ich mich erinnern kann. Die andere Richtung ist, glaube ich, Lebensanzeige. Okay. Ja, unten Schlüssel. Jetzt könnten wir die andere Richtung noch rennen und mit den Schlüssel dann irgendwas aktivieren. Nee, das brauchen wir nicht. So, du gehst eben drauf. Und dann wären wir auch schon im Ziel. Ich will da so ein bisschen schnell durchzocken, weil ich eigentlich Moorhuhn schon 2014 beenden wollte. Und das ist jetzt das Bonus-Level. Wir werden einfach direkt reingeworfen, ohne irgendeine Anzeige. Bonus-Level ist nur dafür extra Punkte. Ich glaube, ein extra Leben ist auch versteckt. Wir haben extrem wenig Zeit und wenn ich es schaffen sollte, dann ist mein Ziel in dem Bonus-Level nicht alles einzusammeln, was natürlich auch möglich ist. Aber mein Ziel ist es einfach nur, hier hinzukommen. Ist alles. So. Weiter geht's. In der Dunkelheit der Nacht. Steigen wir auf einen Lift. Und jumpen hier rum. Jetzt am Anfang ist es auch noch ein bisschen stressig, wie ich finde. Weil wir haben jetzt noch wenig Energie. Später dran. Ich glaube, ich habe eh schon eine Energieeinheit vergessen. Ich glaube, hier hat man ja schon spätestens mindestens 4. Oh, da habe ich mich treffen lassen. In meinem ersten Let's Play, ich habe das ist ja so gesehen ein Replay. Ich habe das mal auf Ultra Zockt Let's Play. Die Videos sind sogar noch online, könnt ihr ja mal reingucken. Da war meine Stimme noch so. Ne? Jetzt wissen alle, wie meine Stimme war. Ja. Und mein Skill, der hat sich irgendwie voll verschlechtert in dem Spiel. Merke ich auch so. Desto älter man wird, desto schlechter wird man in den ganzen Videospielen. Ich finde das voll interessant zu beobachten, gerade bei mir so auch. Weil ich werde schon da unten. Das goldene Herz hier ist ein Lebensupgrade. Und woran erinnert uns das? Richtig, Moor und Schatziger 2. Was haben wir die ganze Zeit gesucht? Das goldene Herz. Das hat sich ausgezahlt. Das ist nämlich ein Energie-Upgrade. Komm, Lifty. Aber das Ding ist da... Nee. Und das Grab von Tutanchamun... Nee, das trifft man im gesamten Spiel nicht. Also was das gebracht hat, das Abenteuer, weiß ich nicht. So, wir haben einen Energiestrich mehr. Deswegen freuen wir uns jetzt. Doch, doch, für den ersten Part extrem gut. Ich finde auch mein Commentary gerade überhaupt nicht langweilig.
Also wenn ich mir den Part gerade ansehen würde, ich würde mich nicht langweilen. Ich würde... Na gut. Das Gameplay ist gerade so ein bisschen Nebensache. Ich erzähle gerade so, ich schwärme gerade so ein bisschen über Moorhuhn, könnte man sagen. Ist mir aber auch vollkommen egal, weil damit bin ich aufgewachsen. Das ist so wie Mario vs. Donkey Kong. Wenn man mit einem Spiel aufwächst, dann verbindet man einfach richtig viele Erinnerungen mit dem Spiel und, ja. Nehmt mir das bitte nicht übel. Ich glaube, das tun sowieso die wenigsten, aber ich will es einfach mal dazu gesagt haben. Weil auch nicht viele sind auch wenig davon begeistert, dass ich Moorhuhn Let's Play. Moorhuhn wird zwar gut angeschaut, aber nicht wenn es rauskommt, sondern erst mit der Zeit. Und ja, es ist mir vollkommen egal, wie das angeklickt wird, die Videos. Wenn er jetzt die Videos schlecht bewertet oder nicht, ist mir auch vollkommen egal. Ich nehme es mir natürlich zu Herzen, wenn dann eine gute Kritik auch drunter steht. Wenn man jetzt hinschreibt zum Beispiel, Ultra, das ist irgendwie total langweilig, das Video, weil du irgendwie ein schlechtes Thema angesprochen hast oder so. Dann werde ich wahrscheinlich darauf antworten, gut, über welches Thema soll ich beim nächsten Mal reden oder so. Aber schließlich ist es mir egal, ob die Videos von mir angeklickt werden oder nicht. Ist natürlich schön zu wissen, dass man jetzt das komplett nicht umsonst macht. Aber, ob das Video jetzt 10 Aufrufe hat oder 100 Aufrufe, das ist mir wirklich egal. Ich spiele die Spiele zum Spaß. Und Let's Playen sollte man auch nur zum Spaß machen. Und nicht, weil man Geld will. Gut, ich bin jetzt da kein gutes Beispiel, ich bin ja jetzt YouTube-Partner. Aber, Let's Playen wirklich nur zum Spaß. Ich Let's Play die Spiele, weil wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann Let's Play ich dann einfach direkt blind. Dann nicht, weil ich so geil bin, wenn ich ein Spiel Let's Play, was gerade erst rausgekommen ist. Nein, nein, ich bin nicht abo geil, sondern weil ich es einfach durchzocken möchte, um meine Erfahrung mit dem Spiel irgendwie mit euch teilen möchte. Oder bei Spielen zum Beispiel die Cutscenes haben und die Cutscenes kann man sich nie wieder ansehen. Dann Let's Play ich das Spiel zum Beispiel nur deswegen, weil ich dann die Cutscenes auf YouTube habe, mit meinem Commentary, um mir nicht von irgendjemand anderen ansehen zu müssen, dann der irgendwie so, ja, alle Cutscenes hochgeladen hat auf Deutsch. Sondern dann klicke ich mir einfach durch mein Video durch und erinnere mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ach Mensch, das hat schon Spaß gemacht, du Ultra. Ja. Hätte ich das mal angesprochen. Der Part streckt sich gerade, aber das Level will halt einfach gerade überhaupt nicht zu Ende sein. Also, liebes Level, es wird langsam Zeit, dass du zu Ende gehst. Wir wollen das Ende vom ersten Part. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag. Es ist gerade 15 Uhr wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht oder wann es online gekommen ist. Der nächste Part kommt um 17 Uhr und dann am Sonntag der dritte Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch so weit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss, euer Ultra.